Emma. Warte. Emma, wer hat dir einen Pfeil in den Po geschossen? Weiß ich nicht. Genau. Geil! Ja! Sehr schön! Ja, hier haben wir den Spinosaurus. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play bzw. einer kleinen Vorschau von Ark Survival Evolved hier bei Let's Multiplay. In dieser ersten Aufnahme sehen wir jetzt, wie wir versuchen, einen Kano zu tamen bzw. zuerst zu betäuben. Wir gehen jetzt hier langsam auf die Jagd und switchen wir einfach mal direkt in die Live-Kommunikation mit rein. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne einen Kommentar da und lasst sehr gerne ein Abo da für weitere Videos. Vielen Dank. Wisst ihr, glaub ich hab ihn gleich. Wir sehen ihn nicht mehr. Er wird hier noch den Stein sein. Warte mal, bis Flo hier ist. Ich sehe ihn? Nee, doch nicht. Ich bin schon da, ich bin hinterm Stein jetzt schon. Also ich bin. Ja. Da ist er. Du bist links hinterm Stein. Wo ist er? Ja, links ist er. Links. Süden. Da ist er. Okay, ich glaube, Emma kriegt gleich die Aggro. Ja, ich bleib hier hinter dem Stein, wenn er vorbeiläuft. Kann ich da auf den Stein hoch? Okay, wir haben die Aggro. Okay. Pfeile. Ah, ist Level 1. Der ist gleich bewusstlos. Scheiße, der hat das Viech getötet. Emma hat Viech getötet? Ja. Na dann Pfeil raus. Ja, es tut mir leid, das... Oh, und Emma hat ja. Emma hat ein Viertel Lebensenergie verloren. Ja, ist okay. Ja, nimm Pfeile raus, holt ein bisschen Fleisch. Habt ihr Pfeile? Hier, Emma, warte. Emma, wer hat dir einen Pfeil in den Po geschossen? Jemand hat Emma einen Betäubungspfeil in den Po geschossen. Tut mir leid, das kann nicht gewesen sein. Emma! Ah, warte, hier ist noch ein Pfeil. Wie mach ich das? Einmal rüberlaufen eigentlich. Normalerweise. Anscheinend. Geht aber nicht immer. Okay, dann machen wir ihn halt klein. Dann haben wir Leder oder Fleisch? Beides. Also ich nehme die normale Axt. Okay, dann drauf. Ja, leider ist es uns in diesem Fall nicht gelungen, den Kano zu tamen bzw. zu betäuben. Waren Level 1 Kano, wir waren damals noch ziemlich unerfahren im Spiel. Mittlerweile sind wir fast alle über Level 50 bzw. über Level 60. Wir gucken jetzt aber mal in die weiteren Aufnahmen rein, was wir da noch so Schönes haben. Wir zeigen euch nochmal ein bisschen die Base, die sich ständig weiterentwickelt. Und wir suchen natürlich auch immer noch Mitspieler für Ark. Also wenn ihr Lust habt, mal bei uns mitzuspielen, meldet euch gerne unten in den Kommentaren. Ja, in dieser Szene hier sehen wir jetzt, wie wir unseren ersten Flugsaurier, den Petranus, getamed haben. Und Shotek versucht gerade oder zieht gerade den Sattel rauf, um damit den ersten Flug zu machen. Allerdings war ich in diesem Fall ein wenig schneller und bin einfach drauf gesprungen. Ja, Cindy aus Marzahn hieß das gute Ding und naja, wie soll man sagen? Es ist leider ziemlich früh von uns gegangen. Sind wir noch eine der ersten Szenen, die wir aufgenommen haben. Da waren wir noch relativ frisch und neu dabei. Entsprechend waren wir nicht ganz so helle. Ah, mit der Maus. Soll ich das nicht lernen? Hallo, kommt mal raus vor die Tür. Ja. Entschuldigung, Shotek, dass ich jetzt zuerst geflogen bin. Ich lande. Er kraftet schon ein langläufiges Gewehr. So, jetzt lande ich wieder. Shotek? Ja. Du musst einfach. Nimm am besten einen Fallschirm mit. Du musst einfach mit der Maus in die Richtung zeigen, wohin du fliegen willst. Aber kann nicht draufsteigen, kann das Viech nicht treiben. Was? Hat kein Level 35, daran wird's wohl liegen. Jetzt bist du drauf. Jetzt. Geht doch! Er wollte nur, dass alle rausgehen und gucken, wie er aufsteigt. Ja, mit der Maus nach oben ziehen. Also mit der Maus nach oben gucken. Und Gas geben. Und nicht die Leertaste drücken, sonst springst du runter. Ich stehe gerade.
Das sieht schon geil aus, ey. Versuche nicht, den Boden zu rammen. Und ich weiß, dass es andere Flugsaurier gibt, die auch einen angreifen. Ja, ich weiß. Ich wurde davon getötet. Du doch auch zu Anfang, oder? Ja. Die Befelden, die bald aussehen wie so fliegende Löwen, hier so adlermäßig. Du meinst diese Riesengeier, oder? Ja, irgend sowas. Ja, Ark, Survival Evolved. Wir haben hier jetzt das erste Dinosaur Gateway gebaut. Noch eine ziemlich kleine Variante. Mittlerweile haben wir auch das Behemoth Gateway. Ja. Mal gucken, ob Emma durchpasst. Emma, komm! Ah ja, komm, Emma. Emma, pass auf, Emma steht jetzt davor und läuft ringsherum. Ne, Emma kackt jetzt noch auf den Boden. Sie läuft weg. Na, komm, Emma. Komm. Das ist auch wichtig. Pass auf, die beißt dich gleich, ey. Sehr schön, naja, gut. Herzlich willkommen. Was? Ich wollte gerade sagen, ich gehe aber hier raus, weil ich es eh nicht spielen kann. Tschüssi dann. Hörst du mal auf, den Kanu zu schlagen? Ja. Was war denn das hier jetzt? Bist du verrückt? Sehr schön. Ja, herzlich willkommen zu Ark, einem kleinen, neuen, feinen Let's Play von Let's Multiplay hier. Au, Kater ist dabei. Ja, grüß dich. Und der wild gewordene Shotek, der Kannibale. Und ja, wir waren. Also, das Spiel ist am Anfang ziemlich laggy gewesen bei uns zumindest. Und also bei einigen, nicht bei allen. Und wir haben überlegt, ob wir jetzt ein Let's Play daraus machen oder nicht. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir schon mal ein bisschen spielen in-game. Ich habe mittlerweile schon über 60 Stunden in dem Spiel. Kater und Shotek auch ähnlich, glaube ich, nur bei euch. Die Hälfte, weil ich 3 Tage später erst angefangen habe. Ah, okay. Ja, also dementsprechend, wir haben schon ein bisschen Zeit in-game verbracht. Wir haben auch schon einige Dinosaurier, wie man sehen kann. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, ich habe hier einen Raptor. Und dann haben wir hier noch einen Carnosaurus, beziehungsweise zwei, wie wir sehen. Das ist einmal der Persus und einmal der Hades. Arnotaurus. Carnotaurus, ja. Ja. Sehr schön. Und wir haben jetzt hier schon den dritten Carnosaurus, der auch jeden Moment aufspringen wird. Entweder wird er uns in Stücke reißen oder er wird uns treues Geleit leiten oder treues Geleit geben. Au. Das Besondere an Ark, danke übrigens Schurtek, dass du gerade meine Rüstung kaputt machst. Das Besondere an Ark ist, dass man im Prinzip Dinosaurier zähmen kann. Das heißt, fast alle Dinosaurier sind auch im Spiel zähmbar. Das heißt, sie folgen ein, sie attackieren. Nein, das Feinde. Stimmt nicht. Du kannst nicht alle zähmen. Nein, nicht alle. Es gibt insgesamt 60 Tiere im Spiel und davon kannst 30 zähmen. Ja, also doch nicht alle. Und jetzt sehen wir auch hier gerade, dass der Carnosaurus oder Carnotaurus, so rum, nicht Carnosaurus, sondern ja. Carnotaurus, jetzt getamed wurde. Das heißt, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal getamed, weil ich bei den anderen beiden Malen nicht dabei war. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? 2 Stunden? Ungefähr für den. Der ging relativ schneller, weil er ein niedriges Level hat. Ja. Genau. Und genau, das haben wir jetzt schon mal geschafft. Zum Spiel selber. Wir haben einige Tiere schon gezähmt. Wir gehen auch gleich mal in die Base zurück. Und dann zeige ich euch mal so ein paar von den Tieren, die wir haben, von den Dinosauriern. Das Interessante. Ach du, schöne Augen. Artemis heißt er, ne? Artemis, nee. Artemis heißt ja. Sie. Sie, das ist ein Weibchen, was wir gefangen haben, Artemis. Und zwar kleine Schnecke. Ist Artemis ist die jungfräuliche Göttin der Jagd und des Mondes. Sie ist die Tochter des Göttervaters und der Titanin Leto. Artemis ist die Zwillingsschwester des Apollons. Sie trägt Köcher, Pfeil und Bogen. Naja, in dem Fall jetzt nicht. Das ist einfach ein schöner Name. Wikipedia. Es ist einfach ein schöner Name. Nein, es war nicht Wikipedia, es waren irgendwelche griechischen Götter, die ich jetzt gerade rausgelesen habe. Das Interessante an Ark ist, finde ich zumindest, es ist eine Early Access. Es hat aber schon wahnsinnig viel Inhalt, also extrem viel. So, lass mal die News mal hinter mir herlaufen, ne? So. Geh mal in die Base zurück. Es gibt eine Insel, auf der wir spielen. Das Ganze scheint eine virtuelle Realität zu sein. Zumindest ist es so von den Machern angekündigt worden. Und was auch super interessant ist, das Spiel ist jetzt knapp eine Woche raus, am 2. Juni, was? Da lässt uns wirklich laufen hier, ha? Da haut ab mit den ganzen Dinos. Ja, ihr könnt mir noch folgen. Außer Artemis, du bleibst da hängen. Dann müsst ihr Artemis. Los, meine Schnecke, ha? Warte mal, wie sind wir da nach? Komm mal her da.
Ja, ich bin schingel wie bei den Exemplaren. Es wurden 400.000 Exemplare schon verkauft. Das heißt, über 10 Millionen Dollar hat das Spiel jetzt schon eingespielt. Ja. Und es werden in naher Zukunft immer mehr und mehr Inhalte folgen. Sehr interessantes Spiel, sehr spannendes Spiel. Sehr fesselnd, sehr zeitintensiv auch. Das muss man dazu auch sagen. Finde ich zumindest. Aber es macht schon lange. Und Grafik, also es gibt Spieler wie Hidan zum Beispiel, die haben halt auch einen High-End-Rechner, aber bei denen leckt das Spiel. Und man muss sich mit so ein paar kleinen Sachen zurechtfinden, sagen wir es einfach so. Das waren die ersten Eindrücke von Ark Survival Evolved hier bei Let's Multiplayer. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da, damit wir Bescheid wissen. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank für euren Support, der uns extrem wichtig ist. Wir werden natürlich weiter Ark spielen, weitere Folgen dann auch in Kürze mit einer riesengroßen Base, viel mehr Dinosauriern, viel mehr Action. Ihr werdet staunen, was noch so alles kommt. Herzlichen Dank, sagt Florian von Let's Multiplayer.